Ja, herzlich willkommen von meiner Seite. Mein Name ist Professor Reimer aus Rostock und ich hatte die Ehre, mit Frau Professor Habeck aus München dieses Jahr das Kapitel für die AGO-Update-Kommission Nebenwirkungen und Supportivtherapie, also unterstützende Maßnahmen, zu bearbeiten. Es hat sehr viel Spaß gemacht in dieser Nord-Süd-Zusammenarbeit. Und das Kapitel haben wir uns auch so etwas aufgeteilt, weil dieses Kapitel wahrscheinlich auch aufgrund seiner großen Bedeutung jetzt, ich denke, das Kapitel mit den meisten Folien sogar ist, über 80 mittlerweile, sehr, sehr wichtig, sodass wir das ein bisschen halbiert haben und auch zu jeder Frage dann so ein bisschen abwechselnd antworten werden. Insgesamt haben wir uns gefreut, dass gegenüber den Vorjahren dieses Kapitel dieses Mal in die höchste Priorisierungsstufe gesetzt wurde, also Wichtigkeitsstufe. Wir hatten die Möglichkeit, dass an dem Samstag, wo ja einige ausgewählte Kapitel präsentiert werden von den Referenten, das auch mit der höchsten Wichtigkeitsstufe vorzutragen. Dann gab es noch mal einen Block, 45 Minuten zur Diskussion, die sehr gut besucht war und wo sehr viele Fragen gestellt werden konnten. Und das, auch das hat sehr viel Spaß gemacht. Und das unterstreicht eigentlich noch mal die Bedeutung dieses Kapitels. Uns beiden ist es eigentlich auch wichtig, darauf hinzuweisen, wer da reinschaut in die Folien, dass wir nicht alles da drin erklären können, nicht für alle Situationen ein Kochrezept oder einen Fahrplan geben können, dass wir an sehr vielen Stellen auf weiterführende Literatur verweisen und insbesondere die ganz, ganz großen Krebsgesellschaften international haben extrem gute Leitlinien. Gerade die Europäische Medizinische Organisation ESMO hat sehr differenzierte Leitlinien zu verschiedenen Themen, die auch natürlich die Patienten sehr interessieren, zum Beispiel Fatigue-Symptomatik, was immer wieder ein Thema ist, wo man eine einzelne Leitlinie hat zu dieser Symptomatik, wo man dann natürlich nachschauen muss. Das können wir mit unseren AGO-Dias nicht abbilden. Für uns war es in den Neuerung für das Kapitel. In diesem Jahr war es ganz, ganz wichtig, auf die neuen Substanzen, die ja onkologisch zur Verfügung stehen, einzugehen, weil natürlich diese neuen Substanzen, die teilweise neue Wirkungsmechanismen sind, auch neue Nebenwirkungen produzieren. Und darauf wollten wir beide eigentlich hinweisen. Und die Dias, glaube ich, die wir erneuert haben oder ergänzt haben, zielen hauptsächlich darauf ab. Und Frau Professor Habeck hat den ersten Teil bearbeitet. Und wird jetzt vielleicht noch ein paar Sätze sagen zur Capecitabin-Therapie, was ja eine Tablette ist, was man aber auch einiges im Vorfeld beachten muss, und zu einer neuen Substanzgruppe für die endokrine Therapie, die CDK4/6-Inhibitoren, wo man auch auf einige Sachen achten muss. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Wir haben ergänzt die DPD-Defizienztestung. Das ist ein ganz kompliziertes Wort. Die Hydropyrimidin dehydrogenase, das ist ein Enzym, was eine bestimmte Chemotherapie, das 5-FU, abbaut. Und das ist auch der Bestandteil von Capecitabin, dieser Tablette, die man bei metastasierter Erkrankung oder auch bei triple-negativen Brustkrebs nach der Operation noch einnimmt. Und da gibt es ganz selten, so in etwa 4% Personen, die das nicht gut verstoffwechseln können. Das heißt, ist so eine Genveränderung, und da kann es eben zu schweren Nebenwirkungen bis hin zu Todesfällen unter dieser Therapie kommen. Und deswegen wundern Sie sich nicht, wenn Ihr Doktor einfach nochmal eine Blutentnahme macht, bevor er diese Tablette aufschreibt. Beziehungsweise, wenn das mal vergessen wird, dann fragen Sie einfach danach. Wie gesagt, extrem selten, ist eigentlich nur eine Sicherheitsmaßnahme, aber im Einzelfall kann es eben dann auch Patienten vor schwersten Nebenwirkungen bewahren. Was wir auch noch ergänzt haben, vielleicht schließe ich das gleich an, wir sind ja gerade bei den Tablettentherapien. Es wird bald die Möglichkeit geben, auch beim frühen Mammakarzinom, wenn ein hohes Rückfallrisiko vorliegt, einen sogenannten CDK4/6-Inhibitor einzunehmen. Das abemaciclib hatte hier eine positive Studie, die zur Zulassung in den USA und bis jetzt zu einer positiven Einschätzung durch die europäische Behörde geführt hat. Und das wird in der Regel gut vertragen, macht wie in der Metastasierung, wie wir das ja kennen, Blutbildveränderung ein bisschen, macht gastrointestinal so Durchfälle, kann es machen. Aber es gibt auch bei diesen Tabletten schwere Nebenwirkungen, wie zum Beispiel so eine Lungenentzündung, bei der keine Bakterien nachgewiesen werden, die sogenannte interstitielle Lungenerkrankung oder ILD.
als Fachterminus. Und das ist extrem selten. Das liegt so um die 1-2%, aber es kann es geben. Und deswegen, wenn man diese Medikamente dann verschrieben kriegt, man nimmt sie über 2 Jahre, sollte man, wenn man Husten bekommt oder so, einfach auch dem Arzt Bescheid sagen. Es kann auch zu Thrombosen kommen, auch selten, auch unter 5%. Und da weiß man, dass das häufiger mit Tamoxifen als begleitender Antihormontherapie vergesellschaftet ist als mit dem Aromatasehemmer. Und deswegen ist wichtig, dass man im Vorfeld mit den Ärzten bespricht, ob irgendwelche speziellen Risiken vorliegen, zum Beispiel eine Thrombose nach einer vorhergehenden Schwangerschaft oder sowas. Also insgesamt verbessert es die Heilungschancen deutlich. Deswegen ganz klare auch eine AGO-Empfehlung. Aber seltene Nebenwirkungen muss man einfach wissen, einmal mit dem Arzt besprechen und schauen, dass man die optimale Therapie findet. Wenn wir über den CDK4/6-Inhibitor Abemaciclib sprechen, welche Patientinnen wären denn das, denen das empfohlen wird, auch wenn wir jetzt über Supportivtherapie eigentlich sprechen? Ja, bei der hormonempfindlichen HER2-negativen Erkrankung mit befallenen Lymphknoten, entweder viele befallene Lymphknoten, das heißt 4 oder mehr, oder auch nur wenige, 1-3, aber dann noch zusätzliche Kriterien, also ein großer Tumor oder starke Zellwachstumsrate des Ki-67 über 20% oder G3-Tumor, also aggressive Tumoren mit Lymphknotenbefall. Da hat die Studie gezeigt, dass es die Rückfallrate deutlich verringert. Und das sind aber die HER2-negativen Hormonrezeptor-positiven, richtig? Genau, HER2-negativ, Hormonrezeptor-positiv, wie in der metastasierten Situation, wo wir ja diese Medikamente schon lange kennen. Da gibt es ja 3 davon und einer hat eben auch beim frühen Mammakarzinom gezeigt, dass er hier Rückfälle vermeiden kann. Prima. Herr Reimer, was gibt es denn noch Wichtiges? Ja, ich glaube, die zweite große Neuerung, die auch in der Therapie Einzug hält, sind die jetzt zumindest für die metastasierte Situation zugelassenen Antikörper-Arzneimittel oder Antikörper-Drug-Konjugate, so wie wir das nennen. Da ist eigentlich sehr, sehr wichtig, dass man wirklich weiß, als Patient, als auch als behandelnder Arzt, dass es eben nicht nur die Antikörper sind, wie wir das beim Herceptin, Trastuzumab kennen, was ja relativ nebenwirkungsarm ist, sondern dass da noch an den Antikörper ein Chemotherapeutikum dran gekoppelt ist, was dann in der Zielzelle, in der Tumorzelle meistens freigesetzt wird und dann auch noch einen Chemotherapieeffekt obendrauf hat. Und das kann eben auch zu einer Potenzierung von Nebenwirkungen führen. Und das war, weil das eben jetzt sehr aktuell ist, war für uns wichtig, da einige Dias einfach einzufügen. Und ein Medikament ist das Trastuzumab deruxtecan, sehr schwer der Name zu lernen. Wir haben auch lange gebraucht, um das unfallfrei auszusprechen, für HER2-positive Patientinnen in der metastasierten Situation bisher ausschließlich zugelassen. Und hier ist eben eine Nebenwirkung, so wie auch Frau Professor Habeck das auch schon gesagt hat, ein Fokus Lungenkrankheit ist jetzt sowieso ein bisschen in den Fokus gerückt unter Corona-Zeitalter. Aber eben diese interstitielle Lungenerkrankung, da muss man eben sehr, sehr früh drauf achten, sehr früh als Arzt dann auch reagieren. Aber das heißt auch, dass die Patientin relativ frühzeitig bei geringsten Symptomen von Lungenseite her sich meldet beim Arzt. Nämlich nur dann kann er reagieren. Und dann gibt es eigentlich sehr schöne Ablaufschemen, wie man reagiert, was man erstmal als Diagnostik macht, das ist ganz, ganz wichtig. Zentrale Diagnostik ist so eine CT-Untersuchung vom Thorax, vom Brustkorb mit Lungengewebe, wo man erstmal eine erste Aussage hat über Infiltrate. Dann natürlich die Symptomatik, dann wird ein Schweregrad eingeteilt und dann wird festgelegt, Unterbrechung der Therapie, Dosisreduktion oder vielleicht sogar Abbruch der Therapie. Das muss man dann mit dem behandelnden Zentrum, mit dem Arzt dann bereden. Hier gibt es Zusatzdias, eine zweite Substanz für das triple-negative Mammakarzinom, was gerade zugelassen wird, auch so ein Antikörper-Drug-Konjugat, das Sacituzumab-Govitecan, was ein bisschen ein anderes Ziel in der Zelle hat, also nicht HER2, sondern ein anderes Eiweiß, was exprimiert, also auf der Oberfläche dargestellt ist. Und hier zum Beispiel auch, das muss man dann auch sagen, man merkt es dann, dass eine Chemotherapie dranhängt, auch die Alopezie-Rate gibt es ja nur Grad 1 und 2,
aber für die Patienten natürlich sehr, sehr wichtig, dass man das im Vorfeld mit erwähnt, dass eben da auch eine Alopezierate so zwischen 15-20% auftreten kann, obwohl man eigentlich erstmal nur einen Antikörper hat, wo die Chemotherapie dran koppelt, aber durch den Effekt kann das dann mit auftreten. Alopezie gleich Haarausfall. Würden da denn so Kühlkappen helfen, die ja inzwischen bei Chemotherapien immer häufiger angeboten werden? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, zu diesem Wirkstoff kann man es noch nicht so ganz beantworten, weil man direkt jetzt gezielt, also wir in Rostock haben jetzt außerhalb von Studien jetzt die erste Patientin jetzt erst unter Standardtherapie außerhalb von einer Studie mit dem neuen Sacituzumab govitecan, also mit diesem neuen Präparat. So vom Mechanismus her würde ich eher sagen, ja, das ist ein Ansatz. Wir haben das ja auch für zum Beispiel ein Chemotherapeutikum, das Taxan, diese Spindelgifte, die das relativ häufig machen, wo das wirkt. Aber direkt jetzt, dass wir klare Daten haben, Kühlkappeneinsatz nur für diese neue Substanz, haben wir im Augenblick noch nicht. Vielleicht mir ist auch noch eins wichtig, nachdem ja erwähnt wurde, dass zusätzliche Nebenwirkungen kommt. Wie schaut es denn bei der Wirkung aus? Ist die denn auch zusätzlich? Also die Wirkungsdaten hinsichtlich der Effektivität, also des Effekts auf diese Krebsparameter, gerade eben Überlebensparameter, erkrankungsfrei oder Gesamtüberleben, die sind in den Studien für diese beiden Substanzen, die ich hier beispielhaft genannt habe, wirklich enorm. Man darf auch nicht vergessen, dass in diesen Studien ja verglichen wurde. Der Kontrollarm war ja nicht eigentlich nur Placebo, also ein Scheinpräparat, sondern es wurde gegen den aktuellen Standard verglichen, was ja auch eine Therapie ist, Chemotherapie oder ein anderer Antikörper. Und da war der Unterschied doch enorm, sodass es auch relativ schnell gegangen ist, dass diese Medikamente meist ja zuerst in den USA, dann auch jetzt in Europa zugelassen sind. Also der Effekt für das onkologische Ergebnis ist enorm, muss man sagen. Nadja, gibt es denn sonst noch irgendwas, wo auch von Patientenseite her aufgepasst werden sollte? Ja, also mir fallen da zwei Sachen ein. Das eine ist, wir geben ja auch viel diese Immuntherapien jetzt, wo quasi dem Tumor sozusagen die Tarnkappe weggezogen wird und dadurch die eigenen Immunzellen auch die Tumorbekämpfung mehr stärker unterstützen können. Und die können ja ganz unterschiedliche Nebenwirkungen machen, werden bei den meisten Patienten sehr, sehr gut vertragen, oft besser auch als eine Chemotherapie. Aber sie können so unspezifische Symptome machen, so alles, was auf Itis, also auf Entzündung endet, kann da vorkommen, vom Herzmuskel über die Muskeln in den Beinen bis hin eben auch zur Lunge. Und deswegen glaube ich, ist ganz wichtig, wenn man solche Therapien bekommt, auch diese Antikörpermedikamentenkonjugate, die Herr Reimer gerade besprochen hat, dass man das den Ärzten sagt. Das ist ja klar, wenn man in der Praxis oder in der Tagesklinik sich vorstellt, aber wenn man nachts irgendwelche Notfälle hat, zum Beispiel mit starkem Durchfall, einfach sagt, das halte ich zu Hause nicht mehr aus, da will ich in die Klinik, dann ist es ganz entscheidend, kommt das von so einer Immuntherapie oder kommt das zum Beispiel von einer Anti-H2-Therapie, weil das eine würde man mit den Urlaubsmedikamenten, mit dem Loperamid, mit dem Imodium behandeln und das andere eben mit Cortison. Also die Immuntherapien-Nebenwirkungen sprechen dann gut auf Cortison drauf an. Deswegen bitte, bitte den Ärzten, egal wo man sich dann für eine Notfallversorgung meldet, immer sagen, was man gerade für eine Krebstherapie bekommt. Und das Zweite, was haben wir ja auch schon öfter mal besprochen, ist, dass man bitte, bitte seinen betreuenden Ärzten ganz deutlich sagt, was man zusätzlich noch einnimmt, weil einige dieser sogenannten pflanzlichen Präparate können dazu führen, dass die modernen Medikamente entweder viel zu schnell aus dem Körper wieder rausgespült werden, das heißt, sie können gar nicht wirken, oder so langsam verstoffwechselt werden, dass sie einfach schwere Nebenwirkungen machen und dann reduzieren die Ärzte die Dosis. Die Therapie ist dann vielleicht nicht optimal dosiert bei der einzelnen Patientin und eigentlich liegt es daran, weil man nebenbei noch irgendwie Johanniskraut oder sonst was einnimmt. Also bitte sagen, was man nimmt. Es gehen ja einige naturheilkundliche Präparate gut mit den Krebstherapien, aber man muss das im Einzelfall gucken. Und
da ist vielleicht auch was, was wir unseren Patientinnen immer empfehlen, ist, haben sie eine Apotheke, wo sie hingehen, dann schauen die auch nach, weil dann haben die ja quasi alles im Computer und können auch nachschauen, gibt es da irgendwelche Wechselwirkungen, und also nicht irgendwie im Internet oder so noch zukaufen und dann niemandem was erzählen. Das ist, kann ganz dramatische Folgen haben. Wir hatten letztes Jahr Weihnachten zwei Patientinnen, die hatten wirklich starke Leberveränderungen und uns unter einer Therapie, die das eigentlich selten macht, und wir wussten nicht mehr, was wir tun sollten. Und im dritten Nachfragen kam dann raus, dass es Heilpilze aus China waren und die Leber fast aufgelöst hätten. Und das muss nicht sein. Und deswegen bitte sagen, was Sie einnehmen wollen oder womit Sie sich beschäftigen. Dann können die Ärzte Sie auch entsprechend beraten. Herr Reimer, wie wichtig sind denn auch, sagen wir mal, Vorsichtsmaßnahmen bei Lebensmitteln bezüglich der Therapien? Ja, das sind auch so Lebensmittel, die in den Stoffwechsel allgemein mit eingreifen können. Das meiste geht ja dann über das Organ der Leber, wo die Eiweiße sind, die sowohl diese Lebensmittel abbauen als auch die Arzneimittel. Und hier muss man sicherlich, ganz gängig sind eben Zitruspräparate, Pampelmuse, so die einfach mit Eiweiß der, wir sagen, Enzyme der Leber interagieren, und wo es dann eben zu einem Arzneimittelabbau schneller oder langsamer kommen kann, wo dann auch die Wirkung oder die Nebenwirkung anders sind, als wir das so kennen. Und da muss man eben doch sagen, wenn man da unsicher ist hinsichtlich, es gibt auch ein paar Arzneimittel, so, wo es um die Resorption aus dem Darm geht. Das muss man auch achten, gerade bei den Tabletten, die wir einnehmen. Es gibt ja auch einige neue Ansätze oder auch etablierte Ansätze, die in Tablettenform sind. Muss zum Beispiel ein Abstand zur Nahrungsaufnahme sein oder nicht, mit Flüssigkeit, oder kann das ganz normal mit dem Essen sein? Hier bietet aber dieser Beipackzettel, die Fachinformation, muss man sagen, sehr, sehr gute für das jeweilige Präparat, sehr, sehr gute Informationen. Da steht wirklich gut drin, dass man sagt, 2 Stunden vor der Nahrungsaufnahme, 2 Stunden danach oder kann mit der Nahrung sein, und auch welche Präparate, da steht auch drin, sowohl welche Arzneimittel, Stichwort zum Beispiel auch Schmerzmittel, Paracetamol, was glaube ich jeder kennt, was aber auch sehr über die Leber verstoffwechselt wird. Hier muss man aufpassen, wenn man das in höhere Dosierung natürlich nimmt, weil dann die Leber einfach belastet ist. Aber wie gesagt, für das ganz spezielle Präparat, was der oder die Patientin einnimmt, findet man wirklich gute Informationen im Beipackzettel. Wunderbar, ist, glaube ich, sehr wichtig, dass da nicht dadurch die Therapie verändert wird, weil da, sagen wir mal, so gut vermeidbare Fehler entstehen. Ja, gab es sonst noch irgendwas, was jetzt wichtig wäre? Also ich denke, was sich auch rauskristallisiert hat, und wir hatten das ja auch bei der AGO angesprochen, dass es viel stärker auch die Pflege jetzt integriert ist in die Versorgung der Patienten. Das ist in Praxen oft schneller umsetzbar als in Kliniken, und wo ausgebildete Pflegekräfte eben auch Sprechstunden für orale Therapie zum Beispiel machen und da nicht immer ein Arzt auch dabei sitzt, weil die dann sehr stark Erfahrung haben in diesen Medikamenten und eben auch die gezielten Fragen stellen können, und dass dann eben nur alle 2-3 Besuche ein Arztbesuch stattfindet. Also ich denke, das wird sich vermehrt durchsetzen, und ich halte das für eine sehr, sehr gute Entwicklung in Deutschland. Und wir haben auch das erste Mal jetzt die AGO-Leitlinien auch für diese speziell onkologisch weitergebildeten Pflegekräfte aufgemacht sozusagen und sie ganz gezielt eingeladen auch. Also das wird kommen, und vielleicht auch noch ganz wichtig, es gibt ja jetzt auch solche Apps, die man benutzen kann, die Ärzte zum Teil einem dann auch verschreiben können. Da gibt es ja in Deutschland jetzt eine neue Gesetzgebung zu diesen DIGAs, wo eben digitale Gesundheitsanwendungen auch auf Rezept verschrieben werden können. Und die, da kann man auch sicher sein, dass die erwiesenermaßen nützlich sind, weil da gibt es beim BfArM, bei den Behörden, so eine Liste, und da kommt man nur drauf, wenn man zeigen kann, dass die App, die man anbietet, eben auch für die Patienten von Vorteil ist. Und das ist gerade wichtig, damit
man selber die Nebenwirkungen zum Beispiel und die Befindlichkeit regelmäßig eingeben kann. Weil wenn man dann nach 3 Wochen wieder zum Doktor geht, dann hat man das oft vergessen, dass da Durchfälle waren, die gar nicht angenehm waren am dritten, vierten Tag. Also ich glaube, das wird sich in die richtige Richtung entwickeln. Man kann dadurch auch Arztbesuche einsparen. Das ist ja gerade in der Pandemie. Jetzt haben wir gelernt, dass das sehr wichtig ist. Also es tut sich da einiges und das macht einfach Spaß, auch dass wir unseren Patienten jetzt diese neuen Entwicklungen anbieten können und auch diese vielen neuen, sehr, sehr wirksamen Medikamente. Super. Ich will das vielleicht sogar noch ergänzen, weil ab Mitte, Ende Mai gibt es die App von der AGO auch aktualisiert mit den Empfehlungen von diesem Jahr. Und die ist ja auch für Patientinnen und es wird auch den Patientenratgeber dann wieder geben, der unter anderem bei Brustkrebs Deutschland, aber auch in einigen Kliniken und anderen Stellen erhältlich ist. Ich danke Ihnen vielmals für das Interview. Ich glaube, die wichtigsten neuen Dinge haben wir da jetzt mit erfasst. Ich wünsche Ihnen noch alles Gute, schönes Wochenende. Wiederhören. Ja, schönen Dank für das Interview. Viele Grüße. Danke, tschüss.